alles richtig sein. So. Gut, Schattenschwamm aus der Truhe. Ja, daran war jetzt natürlich nicht weg. Ach komm, scheiß drauf, ich bin weg. Nee, komm, also bis ich den da weggeballert habe. Ist ja. Komm, renn weg. Egal, egal. Na und tschüss. So, warte mal, wir können jetzt zur nächsten Ebene, ja bitte. So, sind wir jetzt hier und dann können wir natürlich den Skill von Teddy mal anwenden. Gut, haben wir schon mal Teil 1 und 3 geschafft, ne? Der erste Teil war erstmal auf Level 46 hochleveln, haben wir gemacht. Speichern wir. So, werden jetzt uns erstmal nur mit Teddy heilen. Hoffen, dass erstmal die SP ausreichen und gehen jetzt zurück in Kanjis Palast und werden uns dann mal um den Leder-Daddy kümmern. Da müssen wir jetzt durch, Kanji, auch wenn du nicht gern zurück möchtest, aber jetzt wird es wieder etwas heiß hier. So. Da ist er. Den machen wir jetzt fertig. So. Sagt er, hat sie no problem gesagt? Okay, sie sagt, es ist einfach. Wir gucken mal. Wir werden unsere Ladung aufballen hier. Oder ein bisschen aufpushen. Der war schwach gegen Sion. Das ist gut. Aber wir können ja trotzdem mit anderen Sachen draufhauen. Also, kann ja nicht schaden. Ja, guck mal, jetzt machen wir weitaus mehr Schaden. Also wirklich weitaus mehr Schaden. Bei dem war das Problem, dass er immer die Schwächen anvisiert hat. Ja. Aber klar, die Schwäche von dem müssen wir natürlich auch jetzt anvisieren, ist ganz klar. Mittlerweile sollten wir auch ganz gut drauf sein, ne? Also wir müssten ja eigentlich mit Leichtigkeit besiegen können. Also. Hula. Ah, bitte. Eis vermeiden, ist gut, dass wir es doch gelassen haben, ne? Und ich werde dann den Strip-Club hier von Ise machen wir einfach beim nächsten Mal, ne? Also das würde ich dann beim nächsten Mal, wenn wir beim nächsten Palast sind, so. Genau. Also, ich denke mal nicht, dass wir das jetzt aktuell auch schaffen würden. Also. Ja. Ich denke auch. Ich glaube, das ist eine ganz gute Herangehensweise, wie wir es aktuell machen. Ne? Sind wir zwar immer so mit den Endgegnern hier zwei Paläste im Verzug, aber ist ja auch nicht schlimm. Ne? Also, wir spielen aber auf schwer, darf man nicht vergessen. Wenn wir normal oder leicht spielen, hätten wir ja schon längst besiegt. Aber aktuell scheint er echt überhaupt gar kein Problem zu sein. Das ist mal ansatzweise. Der Elf ist auch schon fast weg. So, Bufula. Oh, super, weißt du was? Geh weiterhin auf Yukiko, das gefällt mir, weil die weicht jedes Mal aus. Das ist absolut herrlich. Kannst du mal. Freue ich mich sogar. Flipsi lohnt sich auf. Na, mal sehen, ob der was Schönes für Kanji hat. Der, wir hätten das erste Mal, also es kann nur besser sein als ein Oller Stuhl, den er seit 1000 Jahren trägt, ne? Also, meine, wir haben die Waffe bei dem ja noch gar nicht ausgewechselt, ne? Also schauen wir mal. Vielleicht ist dann ein Bürostuhl oder so ein Computerstuhl, ne? Den er wirft. Neuer Klappstuhl von Ikea. Genau. Aber mit, auch mit den typischen Ikea-Namen, die haben auch immer so schöne. Die haben immer so schöne Namen, ne? Die schwedischen Begriffe da. Möhrebrühlstuhl, ja. So. Ja, die heilt wieder. Ja, aber das ist herrlich. Das ist herrlich. Ja, genau, auch schön noch, Teddy. Mensch, du bist ein guter, weißt du das? Ja gut, reicht eigentlich, wenn ich, ich muss Mediarama machen, geht nicht anders. Ich hab nur den Allheil-Skill hier für alle. Aber kann ja nicht schaden, weißt du? So. Yes. Wir kriegen das hin. Gleich ist er down. Geht auf jeden Fall schon mal viel schneller als beim letzten Mal. Also da man merkt, dass bei Person halt wirklich die einzelnen. Ja, also die Stufen machen schon echt was aus. Muss man ehrlich mal sagen. Und ist ja auch gut so. Soll es ja letztlich auch sein. So aus.
Ach, Yukiko. Muss sagen, nervig ist der Typ trotzdem, ne? Also, kann man nicht anders sagen. Trotzdem sehr nerviger Gegner. Der bis jetzt geht der mir noch auf den Sack, ne? Ich würde ja gerne mal zu Yukiko kommen, wenn die aufsteht, dass ich die irgendwie mal verteidigen, eine Verteidigungsstellung geben kann oder bringen kann, aber das macht sie dann auch nicht. Wir können ja noch mal kurz zu Igor gehen danach, mal gucken, ob die im Velvet Room irgendwas Neues für uns haben, ob was Lohnenswertes. Ich weiß, was soll ich denn machen? Ich kann es nicht ändern. So, jetzt hauen wir noch mal mit einem Atomzerschmetterer drauf, der dürfte ja bald seine Lederkappe abgeben und dann war's das. Dann bitte mach mal, Videorama. So, perfekt. Boah, das lohnt sich so richtig bei der mit den Highskills, ne? Also ich glaube, unsere Gruppe hier ist gerade echt perfekt. Also, ich kann es gar nicht anders sagen. Das ist so gut hier. Also die ergänzen sich, gerade für meinen Schwierigkeitsgrad, den ich aktuell habe, ergänzen sich alle perfekt. Ich bin gespannt, wenn jetzt noch jemand in unsere Gruppe kommen sollte in Zukunft. Ja, wie das dann aussieht. Also aktuell kann ich echt nicht sehen, dass wir irgendeinen austauschen bei uns hier. Man weiß ja nie. Vielleicht kommt jetzt ja der Mitsuo, ne? Der kommt mit unserer Gruppe, weißt du, das passt ja, der passt ja gut rein, ne? Ich meine, hat ja auch ein sehr gutes moralisches Verständnis oder so, von da können wir mitnehmen. Oh, ich habe meine ganzen Perlen da verschwendet, sehe ich gerade. Ach, egal. Ich sage, wir versuchen erstmal den Endgegner, wenn es sich hinhaut, da können wir immer noch sagen, dass wir später machen. Sympathischer junger Mann. Er ist nur missverstanden, natürlich, total. Ne? Aber gut, Bibel kennt das ja schon, ne? Immer diese missverstandenen Charaktere, die. Ja. Die halt so raus. Ich sag mal nicht. Ich sag mal nichts mehr dazu. Ja, weißt du, ich bekomme nachher noch eine schöne emotionale Rede. Sag dem Motto, ja. Ich wurde gemobbt, deswegen wurde ich jetzt. Ne? Oder er war verliebt in den Lehrer, kann auch sein. So, du hast einen mächtigen Gegner besiegt. Dein Mut hat sich erhöht. Spürst du, wie die Energie dich durchflutet? Oh, ich spür's. Oh, wir haben schon eine Levelerhöhung. Sehr schön. Da liegt etwas auf dem Boden. Eisenplatte! Das klingt so richtig schön rustikal, ja. Rustikal. Nee, das ist vielleicht der falsche Begriff, aber ihr wisst, was ich meine. So, guck mal. 113 Eisenplatte. Plus 2 Energie, einfache Metallplatte, äußerst dünn. Ja, wer hat es nicht gewusst, ne? Die Metallplatten und ihre Magie, ne? Ja, meine Eisenplatte, da hat er sie. Okay, also scheinbar Kanji will irgendwas Stumpfes haben, ne? Es muss immer mal Stumpfes, Metallisches sein. Eisenplatte. Aber er hat interessante Waffen, muss man ihm mal lassen, ne? Also, ist schon faszinierend. Meine magische Eisenplatte, na klar, wer kennst du nicht, ne? Ja, vielleicht hat er auch eine magische Eisenplatte im Kopf, kann ja auch sein, ne? So hinein operiert. So. Dann wollen wir doch mal Igor besuchen. Le Igor. Wir werden erstmal, das allererste, was wir machen, ist natürlich jetzt wieder unsere Personas registrieren, kann nicht schaden. So. Bewohner überprüfen, Marie. Huh? Ah, du bist da, du bist im Fernseher, oder? Kannst du mit mir ausgehen? Ja, ja. Ach, ja, bring mir bitte Ipundatara, sonst musst du mich gar nicht anreden, du Wurm. Du bist nichts weiter als ein Pöbel. Oder ein Teil des Pöbels. Du bist ein Plips. So. Personas fusionieren, dann schauen wir doch mal. Was haben wir denn Feines? Wir sind mittlerweile Level 47. Oh mal, das stärkste bekommen ist Rangda. Level 7, Yummy, yummy, yummy. Maragion, mittlerer Feuerschaden, Tentarafu und Argidein. Rangda ist gut. Die Frage ist, wie wir dafür Dis, Sati und Mothman. Ich glaube, die können wir opfern, oder? Dann haben wir noch, wir gucken uns die mal an. Das wäre Sairyu, Level 1. Ja, naja, muss jetzt nicht sein. Narasima. Level 5 ist auch nicht schlecht. Oh,
Oh, hier auch er. Argindein. Barriere, körperlicher Schaden und reflektiert. Oh, wir haben ja richtig gute Sachen. Mot haben wir noch. Okay, den sieht auch witzig aus. Der lohnt sich nicht. Kur, Zulane, Gabriel, Kloffo, nee. Succubus. Natürlich, ein Incubus ist dann so dieser kleine Perversling mit seinem spitzen Penisstachel. Dann hier der Dreiköpfige. Ich würde sagen, wir kreieren einfach mal Dings hier, ne? Rangda. Bestehen aus Liz, Sati und Mothman. Das gefällt mir. So, und dann müssen wir die Dinger müssen wir gleich mitnehmen, weil die bekommt er jetzt eh gleich. So, Garula nehmen wir. Was nehmen wir denn mit? Garula kann, brauchen wir auf jeden Fall. Mahama, geringe Chance auf Insta-Kill. Kann vielleicht nicht schaden, weil es... Okay, tapferer Tanz macht alle Gegner wütend, Stinkatem. Erhöht vorübergehend Chance auf alle Statuseffekte. Kann man vielleicht auch machen, oder? Stinkatem, wütender Angriff. Die Rama brauchen wir nicht, Energieschauer brauchen wir nicht. Verringert Treffer von allen Gegnern. Akunda. Warte mal, ich nehme mal Mahama raus. Nehme Rakunda mit rein. Das ist immer eine Sache, die ich gerne mithaben möchte. Elektrobruch, Ausweichrate gegen Eingriff. Masakunda ist schon gut. Ja, ja, finde ich auch. Ja, eins ist davon, müssen wir jetzt raushauen. 10% ist natürlich jetzt nicht so viel. Ich würde sagen, da hauen wir lieber Wachstum 2 rein, weil es ist immer praktisch, wenn die einfach so mit skillen oder so mit leveln. Finde ich eigentlich immer perfekt. So, der Rest. Ja, Stinkatem. Den Rest brauchen wir nicht, oder? Mittlerer Kurbelschaden mit Chance auf Schweigen ist egal. Wir haben immer noch hier Ose, der guten Schaden macht. Also ich würde jetzt noch tatsächlich Wachstum 2 mit reinnehmen. So. Ne, Rest brauche ich. Ja, schön. Level 7. Bist du zufrieden? Na klar. Und im Notfall können wir die Person das ja immer noch rufen. Wir haben sie jetzt auch registriert, also alles gut. Ja, ich bin Rangda. Ich werde dir meine Macht zeigen. Social Link Mage, Rangda, yippie. So, dann zeig mir mal deine Macht. So, 48, 49. Ist eigentlich Magier, war das Josuke? Weiß ich gar nicht mehr. Eis ausweichen, perfekt. Nehmen wir mit. Senfbombe, ach du Scheiße. Das ist eine Senfbombe hier. Ja, das war Josuke. Mittlerer körperlicher Schaden bei allen Gegnern mit Chance auf Enervierung. Können wir nehmen, oder? Wollen wir Tentarafu rausnehmen? Also die Sachen, ja, mag ich ja generell nicht. Also finde ich die Senfbombe noch am besser. Also Tentarafu, auf Wiedersehen. Perfekt. Was für eine tolle Persona. Was für eine tolle Persona. So, Jin, Level 7. Ah, hier, guck mal. Der Genie aus Disney's Aladdin oder was, ne? Der guckt ja auch ganz schön frech, ja? Ja. Nach Stufe, aber hier. 62. Skadi. Ui. Kali, ja, hier gibt's ja noch richtig geile Personas. Ich freue mich richtig drauf. So, den können wir auf jeden Fall auch noch kreieren. Na, da müssen wir Rangda opfern. Also Rangda will ich jetzt noch nicht raushauen, muss ich sagen, aktuell. Haben wir gerade erst kreiert hier. Parvati. Ja, oder wisst ihr, was wir machen? Wir haben genug Geld. Pass mal auf. Wir müssen ja auch, wir wollen ja auch neue Personas letztendlich hier eintragen, damit wir einfach auch die ja, die Boni von Margaret bekommen. Das heißt, wir machen mal folgendes. Companion prüfen. Personas registrieren. Okay, wir haben jetzt die Persona freigeschalten. Ich würde sagen, wir fusionieren die jetzt einfach. Obwohl das auch scheiße ist. Nee, warte mal, das ist Unsinn. Es wäre Quatsch, den jetzt sofort Rangda wegzumachen. So, wer kann jetzt weg? Parvati kann theoretisch weg. Obwohl wir müssen... Guck mal, wir haben noch... Nee, komm, wir warten mal noch ein bisschen. Wir haben jetzt so viel wegfusioniert. Wir sind eigentlich ganz gut. Ganz gut drauf. So. Fuchs, um Heilung bitten. Hammer, das Geld ist vorhanden. So, ich gucke mal, ob ich alles richtig angestellt habe, damit wir jetzt auch wirklich auf dem richtigen Groß, Klein, Normal, Normal nutzen. Alles klar, Leute. So, dann würde ich sagen, geht's mal auf zum Endkampf hier. Yukiko noch heilen, ja.
meine, die 10 SP, die wir da gebraucht haben, können wir ertragen, glaube ich. So, diesmal darf ich alle retten. Schauen wir mal. Den Jungen jagen. Und mal schauen, was... Ja, bin ich mal gespannt, was jetzt kommt, also... Der wird bestimmt nicht so, ja, nett auf uns zu sprechen sein. Der wird wahrscheinlich hier komplett vom Nervensammbruch stehen. Dann wollen wir mal. Hm, ich spüre ihn hinter dieser Tür. Durch die Tür gehen? Na klar. Eine mysteriöse Kraft verriegelt die Tür. Hä? Kugel der Dunkelheit. Daraus strömt pechschwarze Dunkelheit. So ist das. Oh, bin ich mal gespannt. Der sitzt. You Mitsuo? You better be ready to pay, you bastard. Ja, www. Die Augen auch, irgendwie sowas Fischiges, ich weiß auch nicht, aber das ist was wie so ein Karpfen irgendwie. Wait, Kanji, something's not right. Ja. Everyone gets on my nerves. That's why I did it. Ja klar, es klingt plausibel, ne? Also. What do you think of that? Say something, damn it! Oh Gott, ey. Also das wird sich echt in mein Gedächtnis ja einbrennen, dieser Blick, ey. Nobody even thought of me after the first two people. That's why I went for the third one. Also, weißt du, ist okay, aber mir fällt gerade schwer, irgendwie mit dir Mitleid zu haben, falls das jetzt das ist, was du auslösen möchtest. Oh nein, bei zwei haben sie immer noch nicht auf mich geachtet, also muss ich den dritten töten. Hey. Oh Gott. What are you all quiet for? Because I feel nothing. Okay. What are you talking about? Makes sense, damn it! Okay, er will sich also nicht eingestehen, dass er das gemacht hat, nicht weil er also Aufmerksamkeit bekommen will, sondern einfach weil er nichts fühlt und irgendwie vielleicht daraus den Kick haben möchte. Which one's the shadow? I have nothing. I am nothing. Oh, krass. And you are me. Okay, na dann. Da wird er bestimmt nicht sagen, hey, komm, ich akzeptiere, dass ich ein Nichts bin. Ich nehme so eine Seite, die akzeptiere ich an mir, ne? Ich glaube er nicht. What's that supposed to mean? I'm not nothing. Naja. No, if this keeps up. Ja, was erwartest du, dass er sagt, ja, komm, ich nehm's hin. Ich bin ein Nichts, keiner mag mich. Ich glaube ja. Who are you guys? How'd you get in here? Tja. Damn it, who the hell are you? What are you doing here? Ja, nichts, das sind nur zufällig hier. Alles gut. Ne? Shut the hell up. We came after you. Are you the killer? Oh Gott, Alter, was für ein Psycho, Alter. What the fuck, Alter. Der passt doch perfekt in unsere Gruppe rein, ne? Hier, wisst ihr was? Das wäre der beste Freund von Pleugen. Hundertprozentig. Die würden so gut zusammenpassen, ja? Of course I am. I'm the one behind everything. Ja. I don't give a damn what this imposter's saying. You hear that? You have nothing to do with me. Jetzt gleich sagt das. Gleich sagt das. Get out of my sight. Dieses Stöhnen will ich in der Nacht nicht hören, wenn ich so die Augen öffne und dann höre ich so. That goes for the rest of you too. Why'd you chase me all the way here? Haben wir doch gerade gesagt, wir wollen dich aufhalten. I'll kill you. I'll kill all of you. Ja, was für ein ausgeglichener junger Mann, ne? I can do it, you know. I can do anything. Alter. So you don't accept me. What the? Okay, so die Erschwächer durch ihn, das ist ja auch interessant. Das hat man bis jetzt auch noch nicht, ne? Ah! Ja, das Gegenteil. Was? Also Persona 4 hat's irgendwie mit seinen Dämonensäuglingen, oder? Kann das sein? Here we go again. Okay, was hat das so, was hat das zu bedeuten? Jetzt rein von der Symbolik her. Also ist er innerlich noch ein Kind oder was, ne? Irgendwie sowas. Get ready, everyone. Ich weiß nicht, aber es verstört mich. Beat him, this case is as good as closed. Ja, das denkst du. Ist das geil? Hör mal hin.